Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Vital Heinen trainiert den VfB Friedrichshafen. Urheberrecht Getty Images, 11. Februar 2019, 9.30 Uhr in der Volleyball-Bundesliga fährt der Spitzenduo-Sieger ein. Während Tabellenführer Haing souverän siegt, muss Friedrichshafen mächtig zittern. In der Volleyball-Bundesliga liefern sich der VfB Friedrichshafen und Hypo-Tirol-Alpen-Volleys Haing einen spannenden Kampf um die Tabellenspitze. Dabei fuhr der Spitzenreiter aus Unterhaching am 17. Spieltag einen 3:0-Sieg, 25:23, 25:16, 25:16 gegen VCO Berlin ein. Die Hausherren mussten sich gegen die unbekümmert aufspielende Truppe aus Berlin mit aller Kraft wehren, um nicht einen Satzverlust hinnehmen zu müssen. Erst als Headcoach Stefan Krianski Kirill Kletz und Zuspieler Danilo Gelinski einwechselte, holte sich der Tabellenführer den ersten Satz. Auch im zweiten Durchgang wehrten sich die Berliner nach Kräften, unterlagen aber letztlich mit 16:25. Mit dem 0:2 war der Bann gebrochen und die Alpenvolleys sicherten sich auch den dritten Satz. Friedrichshafen mit Zittersieg. Der Rekordmeister tat sich in einem Nachholspiel vom 11. Spieltag allerdings schwerer als gedacht. In einem hart umkämpften Spiel gewann der VfB mit 3:2, 25:22, 17:25, 25:23, 21:25, 15:13 gegen die SWD Powervolleys Düren. Mit den 2 Punkten aus Düren ist der VfB nun Tabellenzweiter und punktgleich mit dem ersten aus Unterhaching, jeweils 42 Punkte.